Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute unseren Vorbereitungskurs für den Test Leben in Deutschland fortsetzen. Wenn ihr die ersten Teile verpasst habt, kein Problem. Schaut euch einfach die ersten Videos in dieser Playlist an. Dann versäumt ihr auch nichts und ihr wisst, welche Fragen wir schon beantwortet haben und könnt euch möglichst gut auf den Test Leben in Deutschland vorbereiten. Ja, heute wollen wir uns die Fragen 41 bis 50 des Fragenkatalogs für den Test Leben in Deutschland anschauen und versuchen, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Lasst uns gleich loslegen. Frage 41. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden, damit Bestechung in der Politik begrenzt wird, um politische Demonstrationen zu verhindern, um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen. So, warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei, also mehrere oder viele Parteien? Ja, mit wirtschaftlichem Wettbewerb hat das nichts zu tun. In der Wirtschaft ist es natürlich so, wenn ich verschiedene Wettbewerber habe, verschiedene Firmen, die ein ähnliches Produkt verkaufen wollen, dann habe ich natürlich wirtschaftlichen Wettbewerb. Das hat aber mit den Parteien nichts zu tun. Natürlich stehen die Parteien in einem politischen Wettbewerb. Ja? Sie werben um die Gunst der Wähler oder sie werben um Mitglieder, aber das hat nichts mit wirtschaftlichem Wettbewerb zu tun. Um politische Demonstrationen zu verhindern, das ist auch nicht richtig. Politische Demonstrationen sollen in einer Demokratie nicht verhindert werden. Politische Demonstrationen, das ist das Recht der Bürgerinnen und Bürger, das ist das Recht der Bevölkerung, ihrem Willen Ausdruck zu verleihen. Wenn die Bevölkerung nicht mit der Politik der Regierung, der Parteien einverstanden ist, dann demonstriert man. Also das ist hier auch nicht die richtige Antwort. Damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. Natürlich muss Bestechung in der Politik, in der Wirtschaft überall begrenzt werden. Am besten muss die Bestechung verhindert werden. Also am besten darf niemand bestechlich sein, egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft, in der Verwaltung oder sonst wo. Aber das ist nicht der Grund, warum es mehrere Parteien gibt. Das hilft da, macht meinem Dafürhalten auch nichts. Da muss man ja ein moralisches Empfinden haben als Mensch, dass ich nicht bestechlich bin. Und natürlich muss ich auch dieses Vergehen verfolgen, bestrafen und Leute, die kein entsprechendes moralisches Empfinden haben, davon abschrecken. Ja, aber die Antwort 1, die Antwortmöglichkeit A, das ist hier die richtige Antwort, weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. Also wenn ich nur eine Partei habe, ja, dann habe ich nicht in dem Maße die Möglichkeit, die verschiedenen Meinungen, die unterschiedlichen Meinungen der Bürgerinnen und Bürger auch adäquat, also so wie sie es verdienen, zu vertreten. Wenn ich überlege, es gibt Menschen, die sind eher konservativ, also die wollen das Alte bewahren, die wollen die alten Werte bewahren, die sind traditionsbewusst
Und ich habe auf der anderen Seite Menschen, die haben mit Traditionen nicht so viel am Hut, die sind fortschrittsliebend oder fortschrittsgläubig. Ja, das sind zwei Gegenpole, und die in einer Partei vernünftig zu vertreten, das ist nach meiner Meinung nahezu unmöglich. Da brauche ich verschiedene Parteien, die dieses gesamte Spektrum auch abbilden. Die eine ist vielleicht eher konservativ, traditionsbewusst, die andere ist eher fortschrittlich orientiert, die hat eher mit Tradition nichts am Hut. So kann ich dann beispielsweise in diesem Bereich die Meinungen, die unterschiedlichen Meinungen eben besser vertreten, wenn es mehrere Parteien gibt. Also Antwortmöglichkeit A ist hier die richtige. Ja, kommen wir zur Frage 42. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Die Regierung, das Parlament, die Gerichte, die Polizei. Wie ihr bestimmt schon gelernt habt, haben wir in Deutschland eine dreigeteilte Staatsgewalt. Also die Macht im Staat ist drei geteilt, in drei große Bereiche geteilt. Und einer davon ist die sogenannte Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Das ist die Gewalt im Staat, also das sind die Institutionen, die Gesetze beschließen. Dann haben wir die Judikative, die rechtsprechende Gewalt, also das sind die darüber entscheiden, ob etwas Recht oder Unrecht ist. Und dann haben wir die ausführende Gewalt, die sogenannte Exekutive. Das sind die Institutionen des Staates, die die Gesetze ausführen, die sie befolgen und die auch die Einhaltung kontrollieren. So, und wenn wir uns hier die Antwortmöglichkeiten anschauen, die Regierung, die Regierungen, egal ob es die Bundesregierung ist, ob es die Landesregierung sind oder ob es die kommunalen Regierungen sind, die gehören zur Exekutive, die gehören zu den Ausführern. Also die führen die Gesetze aus, die befolgen die Gesetze. Die Gerichte, an den Gerichten arbeiten Richter, die urteilen, die sprechen Recht. Die gehören zur Judikative, die beschließen auch keine Gesetze. Die Polizei hat natürlich mit Gesetzen zu tun. Also wenn ein Polizist sieht, dass jemand ein Gesetz nicht befolgt, dass er einen Gesetzesverstoß begeht, dann muss der Polizist einschreiten. Also er muss die Einhaltung der Gesetze überwachen, er muss die Gesetze befolgen, er gehört auch zur Exekutive. Die Polizei gehört auch zur Exekutive, zur ausführenden Gewalt. Die Polizei beschließt auch keine Gesetze. Sondern in der Bundesrepublik Deutschland beschließen die Parlamente ein neues Gesetz. Also die Abgeordneten im Bundestag, die Vertreter im Bundesrat, die Abgeordneten in den Landesparlamenten oder in den kommunalen Parlamenten, die beraten und beschließen neue Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland. Also Antwortmöglichkeit B ist hier die richtige Antwort. Kommen wir zur Frage 43. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist, wenn sie gegen die Verfassung kämpft, wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt übt, wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt. So. Wenn der Wahlkampf einer Partei zu teuer ist, dann hat die Partei natürlich ein finanzielles Problem. Ja? Aber das ist das Problem dieser Partei. Das führt nicht dazu, dass die Partei verboten wird. Ja? Wenn ich
über meine Verhältnisse lebe, ja, dann habe ich auch ein finanzielles Problem, aber das führt auch nicht dazu, dass ich verboten werde. Also das ist Quatsch, das ist nicht die richtige Antwort. Wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt äußert, also wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit, dazu haben wir in den vorangegangenen Videos auch schon verschiedene Fragen gehabt. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Wir dürfen sagen, was wir denken. Wir dürfen auch sagen, wenn wir denken, dass irgendjemand etwas nicht gut macht. Auch das Staatsoberhaupt, also der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. Ja, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin sind nicht heilig, sondern es sind Menschen wie du und ich. Und natürlich machen sie auch Fehler oder sie machen Sachen, die ich nicht gut finde. Und die darf ich dann, das darf ich dann sagen. Und eine Partei darf das erst recht sagen. Also eine Partei darf natürlich den Bundespräsidenten, sie darf das Staatsoberhaupt kritisieren. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt, das ist natürlich auch nicht die richtige Antwort. Ja. Dann würde jede Partei, die etwas Neues entwickelt, die eine neue Idee hat, verboten werden. Ja, also nehmen wir jetzt einfach das Thema Energieversorgung. Ja, wir haben in der Vergangenheit konventionelle Energien benutzt, wir benutzen sie immer noch und wir wollen in Zukunft mehrheitlich oder ausschließlich erneuerbare Energien benutzen. Also wenn eine Partei in der Vergangenheit diese Idee entwickelt hat, dass man das ändern soll, weil es ihrer Meinung nach besser ist, dann wäre die Partei verboten worden. So, das ist natürlich nicht richtig. Parteien sollen natürlich Ideen entwickeln für die Probleme, mit denen wir tagtäglich leben als Gesellschaft, als Land. Ja, und natürlich werden die Parteien Lösungen dafür entwickeln sollen, dann müssen sie Ideen bekommen und dann müssen da auch neue Ideen bei sein. Ich kann nicht alle Probleme mit den Ideen von gestern oder vorgestern lösen. Ja, das geht nun mal nicht, sondern natürlich müssen neue Ideen erlaubt sein. Also ist Antwortmöglichkeit 4 auch nicht richtig. Aber wenn die Partei gegen die Verfassung kämpft, dann kann sie verboten werden. Also in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es Grundrechte, da gibt es feste Pfeiler, die nicht verändert werden können. Das erlaubt unsere Verfassung, das erlaubt unser Grundgesetz nicht. Beispielsweise ist die Bundesrepublik Deutschland eine Republik. Und wenn jetzt eine Partei auf die Idee kommt, dass die Republik keine gute Staatsform ist, dann kann man diese Idee natürlich haben. Aber wenn diese Partei das zum Programm macht, zum Ziel, also sie möchte zum Beispiel wieder eine Monarchie einführen. Deutschland war früher ja mal eine Monarchie. Wir hatten einen Kaiser. Ja, und in den einzelnen Ländern hatten wir auch Monarchen, Könige, Herzöge und, und. Wenn jetzt eine Partei auf die Idee kommen würde, dass Deutschland wieder eine Monarchie werden soll, dann ist dieses Ziel, die Staatsform zu ändern, mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Es ist vom Grundgesetz nicht erlaubt. Und dann kämpft die Partei, wenn sie dieses Ziel hat, dieses Ziel formuliert, dieses Ziel verfolgt, dann kämpft sie gegen die Verfassung und dann erlaubt das Grundgesetz ein Parteienverbot. Das hatten wir in der Vergangenheit in Deutschland auch schon. Es sind in der Vergangenheit ein paar Parteien verboten worden und genau aus diesem Grund. Also, hier bei der Frage 43 ist die Antwortmöglichkeit 2 die richtige Lösung. Kommen wir zur Frage 44. Wen kann man als Bürger, Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? Wichtig ist hier das Nicht. Abgeordnete des EU-Parlaments,
den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete. Ja, wichtig ist, wie gesagt, wen kann man als Bürger in Deutschland nicht direkt wählen? Abgeordnete des EU-Parlaments, Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Natürlich wählen wir als Bürger in Deutschland oder in den anderen europäischen Ländern die Abgeordneten des Europäischen Parlaments direkt. Wir haben alle 5 Jahre Europawahlen, also die Wahlen zum Europäischen Parlament, und da wählen wir die Abgeordneten direkt. Da gibt es keine Mittelsmänner oder noch irgendein Gremium, das entscheidet, sondern wir wählen sie. Landtagsabgeordnete, also beispielsweise hier bei uns in Schleswig-Holstein, wenn wir Landtagswahl haben und der Landtag in Kiel soll neu gewählt werden, dann wählen wir die Landtagsabgeordneten natürlich auch direkt. Also auch da gibt es keine Zwischenstufe, keine Mittelsmänner, kein Gremium dazwischen. Und genauso bei den Bundestagsabgeordneten. Auch die wählen wir alle 4 Jahre. Alle 4 Jahre haben wir Bundestagswahl, dann wählen wir die Abgeordneten für den Deutschen Bundestag auch direkt. Aber den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin, die wählen wir als Bürger nicht direkt. Ja, der Bundespräsident, der wird alle 5 Jahre von der sogenannten Bundesversammlung gewählt. Die Bundesversammlung ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, das nur alle 5 Jahre zum Zweck der Wahl des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin zusammentritt. Ansonsten tritt die Bundesversammlung nicht in Erscheinung. Ansonsten gibt es sie im Grunde gar nicht. Nur für die Wahl des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin. Und diese Bundesversammlung, die besteht aus allen Abgeordneten des Bundestages, alle Abgeordneten des Bundestages und genauso vielen Vertretern der Bundesländer. Die Vertreter der Bundesländer, das sind ganz oft Landtagsabgeordnete oder Mitglieder der Landesregierungen. Und es können auch andere Personen sein. Also die Bundesländer können Abgeordnete der Landtage entsenden und sie können noch weitere Personen auswählen, die sie in die Bundesversammlung schicken. Und diese Personen, diese Persönlichkeiten, das können Sportler sein, die berühmt geworden sind. Das können Künstler sein, die bekannt geworden sind. Das können Menschen sein, die durch humanitäre Arbeit oder anderes bekannt geworden sind. Menschen, bei denen das Bundesland sagt, hey, du hast etwas Besonderes getan, etwas Besonderes geleistet, dich schicken wir als Vertreter unseres Bundeslandes zur Bundesversammlung. Und es ist so, dass die Bundesländer, je nachdem, wie viel Einwohner sie haben
umso mehr Vertreter schicken sie zur Bundesversammlung. Also beispielsweise Nordrhein-Westfalen, das ist das Bundesland mit der größten Bevölkerung, die schicken mehr Vertreter in die Bundesversammlung als zum Beispiel Schleswig-Holstein. Wir haben ja vergleichsweise wenig Einwohner. Und die Anzahl der Vertreter der Bundesländer entspricht genau der Anzahl der Abgeordneten im Bundestag. Also beispielsweise als der jetzt amtierende Bundespräsident, na, wie heißt er? Frank-Walter Steinmeier, genau. Als Frank-Walter Steinmeier gewählt worden ist, da hatte der Bundestag 630 Abgeordnete. Und entsprechend haben die Bundesländer auch 630 Vertreter geschickt. Also hatte die Bundesversammlung 1260 Mitglieder, die dann den Bundespräsidenten gewählt haben. Also bei der Frage 44 ist die Antwortmöglichkeit 2 die richtige Lösung. Kommen wir zur Frage 45. Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? Zur Sozialversicherung? Zur Unfallversicherung? Zur Hausratversicherung? Zur Haftpflicht- und Feuerversicherung? Also die Pflegeversicherung ist dafür da, dass man später, wenn man aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund des Alters der Pflege bedarf, dass man dann dort Unterstützung bekommt. So, und wenn wir uns jetzt hier die Antwortmöglichkeiten anschauen, Haftpflicht und Feuerversicherung, ja, zum Thema Haftpflicht hatte ich schon etwas gesagt. Die Haftpflicht ist dafür da, dass ich jemandem anderen einen Schaden zufüge. Also zum Beispiel mache ich von einem Kumpel das Handy kaputt. Also ich nehme mir das Handy, weil das toll ist und neu ist, ja, und schaue mir das an. Es fällt runter, es geht kaputt. Ich muss den Schaden ersetzen. Und so eine Haftpflichtversicherung übernimmt dann die Kosten. Wenn ich keine Haftpflichtversicherung habe, dann muss ich das aus meinem eigenen Portemonnaie bezahlen. Die Feuerversicherung, die ist dafür da, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie habe, dass im Fall eines Feuers, eines Brandes, die Versicherung den Schaden übernimmt. Aber das hat mit der Pflegeversicherung nichts zu tun. Die Hausratversicherung. Die Hausratversicherung ist dafür da, ja, Hausrat, das sind unsere Möbel, unsere Einrichtungsgegenstände, alles, was wir so in der Wohnung haben, das nicht fest eingebaut ist, das so ungefähr gehört alles zum Hausrat. Und die Hausratversicherung ist eben dafür da, dass wenn ein Unglück passiert, ein Unfall passiert, also es brennt, ein Wasserschaden oder ähnliches, dass mir dann der Hausrat ersetzt wird. Also hier die Tafel oder meine Kamera, Computer oder eben in den anderen Zimmern, ja, Bett, Couch, was auch immer. Ja. Dafür ist die Hausratversicherung zuständig, aber das hat mit der Pflegeversicherung auch nichts zu tun. Ja, die Unfallversicherung. Die Unfallversicherung, die ist dafür da, wenn ich einen Unfall habe. Unfälle mit dem Pkw, die sind da meines Wissens nach nicht mit inbegriffen. Dafür gibt es ja die Versicherungen, die mit dem Auto zu tun haben, ja, die Haftpflichtversicherung oder. Aber andere Unfälle, ja, Arbeitsunfälle auch nicht, dafür muss mein Chef eine Versicherung haben, sondern die Unfallversicherung, die ist für private Unfälle gedacht. Also zum Beispiel, ich laufe die Treppe runter und stolper und fall runter und breche mir das Bein.
oder ich fahre mit dem Fahrrad aus Spaß von A nach B und ich rutsche weg, weil dort Laub war und falle hin und breche mir den Arm. Dafür ist die Unfallversicherung da. Also für private Unfälle im Wesentlichen. Also die Unfallversicherung hat auch nichts mit der Pflegeversicherung zu tun, beziehungsweise umgekehrt. Die Pflegeversicherung hat nichts mit der Unfallversicherung zu tun. Aber die Pflegeversicherung gehört zur Sozialversicherung. Wir hatten in der letzten Folge oder auf jeden Fall in einer der letzten Folgen unseres Vorbereitungskurses schon mal das Thema Sozialabgaben, Sozialversicherung, und die Pflegeversicherung, die gehört zu den Sozialversicherungen. Also die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung, die wir hier in Deutschland haben, genauso wie die Krankenversicherung, genauso wie die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung, wenn wir denn arbeiten, wenn wir erwerbstätig sind. Diese vier Versicherungen bilden die Sozialversicherungen, die dafür gedacht sind, dass wir alle, die wir hier leben, versorgt sind, wenn wir diese Versorgung brauchen. Also hier ist Antwortmöglichkeit A die richtige Lösung. Kommen wir zur Frage 46. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? So, natürlich, der Staat, egal ob es der Bund ist, die Bundesländer oder die Kommunen, haben unterschiedliche Aufgaben. Die Bundesregierung oder der Bund, alles was Deutschland allgemein betrifft, die Länder, alles was das jeweilige Bundesland betrifft und die Kommunen, das was die jeweilige Kommune betrifft. So, und wenn wir uns hier die Antwortmöglichkeiten anschauen, er baut Straßen und Schulen, er verkauft Lebensmittel und Kleidung, er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen, er produziert Autos und Busse. Er produziert Autos und Busse, das ist keine Aufgabe des deutschen Staates. Autos und Busse, das produzieren in Deutschland Firmen, Automobilhersteller. Davon haben wir in Deutschland viele, viele, die ihr auch mit Sicherheit kennt. Ja, dafür ist Deutschland bekannt, für seine Autos, vor allem für die PKWs. Aber das machen Firmen, das machen private, ja, Firmen, große Konzerne, die produzieren Autos und Busse. In kommunistischen oder sozialistischen Ländern, wo Firmen dem Staat gehören, also der Allgemeinheit, da ist das dann quasi eine Aufgabe des Staates. Aber in der Bundesrepublik Deutschland ist das nicht der Fall. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen. Nun, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir hier in Lübeck, wir haben eine kostenlose Zeitung, die zweimal in der Woche in den Briefkasten geworfen wird, für die wir nichts bezahlen müssen, die wir nicht abonnieren müssen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht eine Aufgabe hier der Hansestadt Lübeck oder so, sondern das ist eine Zeitung, die sich durch Werbung, durch Werbeanzeigen finanziert und dadurch kostenlos ist. Also das ist auch eine private Firma, ein privater Zeitungsverlag, der diese Zeitung publiziert, der diese Zeitung veröffentlicht und sie kostenlos zur Verfügung stellen kann, weil sie sich über die Werbeeinnahmen finanziert. Aber das ist keine Aufgabe des Staates. Es gibt natürlich auch Kommunen oder es gibt natürlich auch Behörden und Länder und auch der Bund, die stellen kostenlose, nicht Zeitungen und Zeitschriften, aber kostenloses Material zur Verfügung, damit ich mich informieren kann und. Aber das hat hier nichts mit den Zeitungen zu tun. Also die Antwortmöglichkeit C ist auch nicht richtig. Er verkauft Lebensmittel und Kleidung. Nun,
zu der Antwortmöglichkeit brauche ich eigentlich nichts sagen. Ja, wenn ich Lebensmittel brauche, dann muss ich in ein Geschäft gehen und das Geschäft, das ist auch privat. Ja, das ist entweder ein Supermarkt vielleicht, der zu einer Kette gehört, einer Supermarktkette gehört, oder es ist ein kleines Geschäft, das einem einzelnen Besitzer oder einer einzelnen Besitzerin gehört, aber das sind private Geschäfte. Dort kaufe ich meine Lebensmittel, dort kaufe ich meine Kleidung. Das sind auch keine staatlichen Einrichtungen. Also das ist hier auch nicht die richtige Antwortmöglichkeit. Aber Antwortmöglichkeit A ist richtig. Er baut Straßen und Schulen. Also die Autobahnen zum Beispiel, für die ist der Bund zuständig. Und auch für die Bundesstraßen. Darum heißen die Bundesstraßen, weil der Bund für den Bau, für die Instandhaltung, für die Reparatur zuständig ist. Oder wir haben Landesstraßen. Dafür ist das Land zuständig, das jeweilige Bundesland, in dem diese Straße ist. Oder wir haben Kreisstraßen. Dafür ist dann der jeweilige Kreis, die jeweilige Kommune zuständig. Aber Straßenbau und Instandsetzung, Instandhaltung, Reparatur, das gehört natürlich zu den Aufgaben des Staates. Und genauso der Bau von Schulen, also der Bau von Schulen, die Instandhaltung, Reparatur von Schulen, das ist auch Aufgabe des Staates. Also Antwortmöglichkeit A ist hier die richtige Lösung. Kommen wir zur Frage 47. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? Hier ist das kleine Wörtchen nicht wichtig. Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. Er zahlt Kindergeld. Er unterstützt Museen. Er fördert Sportler und Sportlerinnen. Nun, er fördert Sportler und Sportlerinnen. Das ist eine Aufgabe des deutschen Staates. Also viele Sportler und Sportlerinnen in Deutschland werden durch staatliche Zuschüsse, seien es Zuschüsse des Bundes, der Länder oder der Kommunen, unterstützt. Ich rede nicht von Profisportlern, die sowieso schon einen Millionenvertrag haben. Die meine ich nicht, sondern Sportarten, in denen entweder nicht so viel Geld zu verdienen ist oder gar kein Geld zu verdienen ist. Da gibt es die Sportförderung des Bundes oder auch Förderungen durch die Bundesländer, durch Kommunen. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Bundesland. Aber es gibt staatliche Förderung für Sportler und Sportlerinnen. Beispielsweise viele Angehörige der deutschen Olympiamannschaft, die zu den Olympischen Spielen gehen, die werden durch den Staat unterstützt. Einige sind beispielsweise sogenannte Sportsoldaten. Das heißt, sie sind Soldaten, sie haben eine Uniform, sie haben einen Dienstgrad, aber ihre Aufgabe, ihre Arbeit besteht darin, Sport zu machen, sich ja auf den nächsten Wettkampf vorzubereiten und die Bundesrepublik Deutschland dann bei diesem Wettkampf zu vertreten. Und ohne diese Förderung durch den deutschen Staat, würde es viele Sportarten in Deutschland in der Form kaum geben, beziehungsweise wäre Deutschland in vielen Sportarten nicht so erfolgreich, wie es bis dato ist. Also Sportförderung, Förderung von Sportlern, das ist eine Aufgabe des Staates. Er unterstützt Museen. Auch das gehört zu den Aufgaben des Staates. Museen gehören in den Bereich Kultur, Kunst, Bildung und das ist natürlich eine Aufgabe des Staates. Ein Museum, wenn ihr in ein Museum geht, dann seht ihr, dass dort immer alles wunderbar ist. Ja, es sieht alles gut aus, es ist alles schick, es ist alles ganz toll hergerichtet. Die
meistens alten Ausstellungsstücke, die müssen sehr aufwendig gepflegt werden, damit sie nicht verfallen, damit auch die Generationen nach uns sich daran erfreuen können. Und das kostet natürlich alles viel, viel Geld. Und die Eintrittsgelder reichen nie, um diese Kosten zu tragen. Und darum unterstützt der Staat, der Bund, die Länder und auch die Kommunen, je nachdem, wie viel Geld sie haben, wie viel möglich ist, aber der Staat unterstützt die Museen in Deutschland. Sonst würde es fast kein Museum geben. Er zahlt Kindergeld. Ja, natürlich ist auch das eine Aufgabe des deutschen Staates. Also, wie ihr mit Sicherheit wisst, wie ihr das vielleicht auch selbst schon handhabt, ja, wenn man ein Kind hat, dann kann man bei der zuständigen Familienkasse Kindergeld beantragen und dann bekommt man jeden Monat Kindergeld überwiesen, damit man sich besser um das Kind kümmern kann, beziehungsweise um eben Familien zu unterstützen, die Kinder haben. Denn Kinder sind die Zukunft, ohne Kinder gibt es keine Zukunft. Aber Antwortmöglichkeit A, er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. Ja, ich könnte jetzt sagen, schön wär's. Nein, natürlich. Urlaub ist mein Privatvergnügen. Ja, also ob ich in den Urlaub fahre oder fliege und wenn ja, wie oft und wohin, das ist alles mein Privatvergnügen. Da muss ich schauen, ob ich die Zeit habe. Meistens muss ich aber eher schauen, ob ich die finanziellen Mittel habe, um in den Urlaub zu fahren und zu fliegen. Da hat der deutsche Staat keine Aktien drin, möchte ich mal so sagen. Also das ist keine Aufgabe des deutschen Staates. Ja, also hier ist Antwortmöglichkeit A die richtige Lösung. Ja, kommen wir zur Frage 48. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? Mit Organ ist jetzt nicht die Stimme gemeint, sondern ein Organ, ein Verfassungsorgan, das ist eine Institution der Bundesrepublik Deutschland, ein Verfassungsorgan, das ist eine Einrichtung, eine Institution, die explizit im Grundgesetz in der Verfassung erwähnt ist, beschrieben ist mit den Aufgaben, den Rechten und den Pflichten etc. Das ist hier mit Organ oder Verfassungsorgan gemeint. Dann schauen wir uns die Antwortmöglichkeiten an. Der Bundesrat, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, die Bürgerversammlung, die Regierung. Die Regierung ist natürlich ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Ja, die Aufgaben der Regierung, wie die Regierung gebildet wird, das steht im Grundgesetz in unserer Verfassung. Das wird dort beschrieben. Die Regierung ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, auch der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, das Staatsoberhaupt steht natürlich im Grundgesetz. Ja, dort wird natürlich beschrieben, wie der Bundespräsident gewählt wird, welche Aufgaben er hat und. Natürlich ist auch der Bundespräsident ein Verfassungsorgan. Er ist schließlich das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrat, auch der Bundesrat, wird im Grundgesetz beschrieben. Was der Bundesrat ist, steht dort, nämlich, dass er die zweite Kammer unseres Parlaments in Berlin ist, nämlich die Vertreter der Bundesländer, der Regierungen der Bundesländer, die bilden den Bundesrat. Also die Bundesländer entsenden je nach Größe unterschiedlich viele Vertreter in den Bundesrat und der Bundesrat und der Bundestag, die beschließen gemeinsam die Bundesgesetze.
Das ist der Bundesrat, ganz allgemein, ganz einfach beschrieben. Und er steht natürlich auch im Grundgesetz und ist ein Verfassungsorgan. Aber die Bürgerversammlung, die gehört nicht zu den Verfassungsorganen der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist im Grundgesetz nicht erwähnt, nicht beschrieben. Bürgerversammlungen haben aber natürlich trotzdem eine Bedeutung, eine große, eine wesentliche Bedeutung sogar, denn mit Bürgerversammlung meint man, dass sich in einer Kommune die Bürger versammeln, ja, um wichtige Themen zu besprechen. Also die, zum Beispiel der Bürgermeister hier, der möchte mit den Bürgern über ein wichtiges Thema sprechen, er möchte sie informieren, er möchte, dass debattiert wird, dass diskutiert wird, damit er ein Feedback bekommt. Dann kann er uns Lübecker Bürgerinnen und Bürger zu einer Bürgerversammlung einladen. Und dann kommen die interessierten Bürger und Bürgerinnen und man hört sich an, was der Bürgermeister zu sagen hat. Man diskutiert darüber, man gibt ihm dann sein Feedback. So könnte man eine Bürgerversammlung umschreiben. Also die Bürgerversammlung gehört nicht zu den Verfassungsorganen. Antwortmöglichkeit C ist hier die richtige Lösung. Ja, kommen wir zur Frage 49. Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik? Die Lehrerinnen und Lehrer, die Bundesländer, das Familienministerium, die Universitäten. Ja, Schulpolitik, das bedeutet, wie viele Jahre Schulpflicht haben die Kinder, welche Fächer haben sie in der Schule, in den unterschiedlichen Jahrgängen, welchen Inhalt lernen sie in den Fächern, in den unterschiedlichen Jahrgängen und. Welche Ferien gibt es und wann und so weiter und so fort. Also alles, was mit dem Thema Schule zu tun hat, das bedeutet Schulpolitik. So, und wenn wir hier schauen, die Universitäten, ja, Universitäten haben mit der Schule nichts zu tun. Ja, die Universitäten sind separate Einrichtungen, separate Bildungseinrichtungen. Natürlich, sie sind im Anschluss an die Schule oder sie werden im Anschluss an die Schule besucht, aber sie haben erstmal mit den Schulen so nichts zu tun. Ja, sie kümmern sich um ihre eigene Bildung, um ihre eigenen Studiengänge, aber sie haben mit der Schulpolitik nichts zu tun. Ja, das Familienministerium kümmert sich um Familien, um Soziales und das Miteinander, aber auch das Familienministerium hat mit der Schulpolitik nichts zu tun. Die Lehrer und Lehrerinnen, die bestimmen auch nicht die Schulpolitik. Also der Deutschlehrer, ja, eures Kindes, ja, der entscheidet nicht, was in diesem Jahr im Deutschunterricht drangenommen wird, sondern ich sage jetzt mal, er muss die Schulpolitik ausbaden. Das ist jetzt böse gesagt. Nein, er bekommt seinen Lehrplan, er bekommt das Ergebnis der Schulpolitik und er muss dann entsprechend seinen Unterricht in dem Schuljahr planen, damit er in dem Schuljahr den Lehrstoff auch vermittelt bekommt, so gut es geht. Aber die Bundesländer, Antwortmöglichkeit B, das ist hier die richtige Antwort. Also die Bundesländer, die sind für die Schulpolitik zuständig. Also Schulpolitik, Bildungspolitik, das ist eine der Hauptaufgaben der Bundesländer. Bildungspolitik, das beinhaltet jetzt auch wieder die Universitäten. Aber wir haben ja hier bei der Frage den Punkt Schulpolitik. Schulpolitik machen die Bundesländer. Es gibt das Bildungsministerium in jedem Bundesland oder in den Stadtstaaten den Senator für Bildung. Und die sind verantwortlich dafür. Im Bildungsministerium dort wird dann mit den Schulämtern zusammen die Schulpolitik gemacht.
Also Antwortmöglichkeit B ist hier die richtige Antwort. Kommen wir zur Frage 50. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man freie Zentralwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, gelenkte Zentralwirtschaft, Planwirtschaft. Ja, Planwirtschaft bedeutet, dass die Wirtschaft geplant wird. Also, dass geplant wird, wie viele Autos ein Automobilhersteller in einem Kalenderjahr produziert. Wie viele Brötchen in einer Bäckerei gebacken werden. Wie viele Jacken in einer Textilfabrik im Jahr hergestellt werden. Welche Farben die Jacken haben. Welche Größe produziert wird. Also Planwirtschaft bedeutet, das wird alles geplant von einer Stelle, meistens von einem Amt, einer Behörde, dem Wirtschaftsministerium zum Beispiel oder irgendeinem Planungsamt. Das haben wir in Deutschland nicht. Das gab es früher in der damaligen DDR, das gab es früher in ganz vielen sozialistischen, kommunistischen Staaten. Das gibt es auch heute noch in den sozialistischen, kommunistischen Staaten auf der Welt, aber in der Bundesrepublik Deutschland haben wir keine Planwirtschaft. Ja, Zentralwirtschaft, das ist ein synonymer Begriff für Planwirtschaft, also auch Zentralwirtschaft bedeutet, es wird ja zentral geplant, gelenkt, organisiert. Also auch Antwortmöglichkeit A oder C, Zentralwirtschaft haben wir in Deutschland nicht. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir keine Zentralwirtschaft, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Also wir haben die Marktwirtschaft, die dort regeln Angebot und Nachfrage, alles, also wenn es ein hohes Angebot gibt und die Nachfrage ist nicht so groß, sinken die Preise. Wenn es ein kleines Angebot gibt und eine große Nachfrage, dann steigen die Preise. Wenn Produkte stark nachgefragt werden, also wenn es Produkte gibt, die von vielen Leuten gekauft werden, dann produzieren die Firmen davon mehr. Wenn es Produkte gibt, die keiner kauft, dann produzieren die Firmen davon weniger oder gar keine mehr. So ungefähr funktioniert Marktwirtschaft, in der Theorie natürlich. Und soziale Marktwirtschaft bedeutet eben, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland durch den Staat einen sozialen Ausgleich schaffen. Also das Ziel ist, dass finanziell schwächer gestellten Einwohnern der Bundesrepublik Deutschland durch staatliche Maßnahmen ein bisschen geholfen wird. Beispielsweise haben wir verschiedene Mehrwertsteuersätze. Wir haben einmal die normale Mehrwertsteuer mit 19% und wir haben eine reduzierte Mehrwertsteuer mit 7%, die im Wesentlichen für Lebensmittel gedacht ist. Denn Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs, die braucht jeder und da nimmt der Staat weniger Steuern auf diese Produkte, damit sich eben auch finanziell schwächer gestellte Menschen, finanziell schwächer gestellte Einwohner diese Produkte leisten können, weil sie sie eben brauchen. Also Antwortmöglichkeit B ist hier die richtige Lösung. So, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Teils unseres Vorbereitungskurses für den Test Leben in Deutschland angekommen. Wir haben uns die Fragen 41 bis 50 miteinander angeschaut. Ich hoffe, dass ihr möglichst viele Fragen richtig beantworten konntet und dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch geholfen hat, euch möglichst gut auf den Test Leben in Deutschland vorzubereiten.
Wenn das so ist, dann freut mich das sehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge des Vorbereitungskurses wiedersehen, wenn wir die Fragen 51 bis 60 miteinander anschauen wollen. Bis dann. Ciao.